Der nächste möchte noch irgendjemand was machen. Ja, wenn ich würde mal Aber etwas mir. vorpreschen. Ja. Ja, gepusht durch diese Untersuchung des Mechanikers dieses Schiffes, würde ich nächsten Tage wahrscheinlich auch Baupläne für ein neues Stadtviertel entwerfen, zeichnen und Papier bringen. Und auch vielleicht die Berechnung für anstellen, wie viel Bauholz man braucht, wie viel Baugestein man braucht, etc. Ja, okay, dann mach das doch tatsächlich mal. Wie würdest du denn Janka ausbauen wollen? Also Karte tue ich natürlich. dir ins Forum und dann kannst du dran zeichnen. Auf der Ostseite macht es vielleicht nicht so viel Sinn, auf der Westseite vielleicht schon mehr, oder? Ich würde eher in der Südwestseite eher an dem An, Bach, der vom Tern abgeht. am Bach vom Tern, okay. Genau. Bis da runter und dann. Nee, also nicht auf die andere Seite vom Bach. Naja, auf dieser Seite bleibt natürlich und natürlich streng rurasisch ein Planstadt. Quadratmuster, wie man eine Stadt anlegt, normale, moderne Stadt anlegt. Okay. Baukunst. Würfel ich gerne. Ist eine Theorieprobe, irgendwelche Spezialisierungen, die du bei Baukunst hast? Wehranlagen auf jeden Fall nicht. Festungsanlage, hast du noch, hast du die gekauft? Wehranlagen habe ich mir gekauft, ja. Also, Vielleicht soll es eine Gassenwissen Wehranlage? als Hilfstalent. Ja, Gassenwissen würde ich als Hilfstalent zulassen. Soll ich erstmal Gassenwissen Kannst erst werfen eine oder? Gassenwissen und die halben Punkte kriegst du dann als Erleichterung. Du willst ja keine Wehranlage bauen, du willst ja ziviles Nutzgut machen. Sind 8 Punkte, hier sind 4 Punkte Vier Punkte Erleichterung. Erleichterung. Wenn du Beratung brauchst hinsichtlich von Midas. Kanalisation, kann ich dir Bergbau bei Boltax anbieten. Midas kann Das dir auch helfen bei Gassenwissen, oder? ja, na klar. Ja, also ja. 13, 9. Ganz gut gelungen, glaube ich. Ja, also das reicht auch. Also horasische Städte sind ja auch nicht so einfach, nicht so schwer zu bauen. So diese Schachtel, alles in Quadraten, aber die Kanalisation dazu, das ist natürlich ein Kunstwerk, dass du dann alles direkt in diesen Ternbach dann fließen lässt oder direkt dann in den Genau. Tern hinein. Da würde ich mich von Boltax vielleicht auch von den Zwergen beraten lassen. Die sind ja auch so, die machen ja sowas wahrscheinlich auch etwas mal hin und wieder in den letzten Jahrhunderten. Und das kannst du dann dem Emissär vorlegen. Genau. Der freut sich Natürlich natürlich. würde ich natürlich auch noch ein paar neue Entwürfe machen für Lastkähne im Hafen, die auf Schienen laufen, um die Schiffe schneller entladen zu können. Das ist eine Mechanikprobe. Ja. Wenn du da hast eine Spezialisierung, Leider nicht. mal Zeit. Kannst aber deinem Agrimot schon warnen, dann nachgeben und die nächsten Baupläne für Kräne entwickeln. Genau, ich würde die 16 ganz schippen, aber Dann mach ist ja das doch. egal. Was Fingerfertigkeit? Ja, dann Würfel. Keine Viel Doppel besser. 1, aber Doppel 4. Dann hätte ich 60 Punkte übrig. Ja, Ja. ja. Und die Entwürfe würde ich dann natürlich Rabenmund. dem Rabenmut übergeben, mit der Anweisung ausführen. Oder schon mal die Bestellung ausfüllen. Ja, und vielleicht unterschreiben, dass man das Bauholz schon bestellt irgendwie, weil es dauert ja wahrscheinlich 3 Tage hin und zurück. Gut. Also Weil. er wird erstmal irgendwie Entwässerungsrohre, die wird er bestellen Genau. für den Bach. Also es macht halt keinen Sinn. Du musst halt erstmal diese Wiese trockenlegen und deswegen erstmal die Entwässerungsrohre, damit dann der Grund da gelegt ist. Und das überschneidet sich dann eben auch nicht mit dem Bauholz, weil es dann eben irgendwas anderes ist, also irgendwas aus Metall. Das wäre meine Zeitbeschäftigung in meiner Freizeit wahrscheinlich die restlichen Tage. Oder wir rufen schnell einen Elementar, der das regelt. Ja, das geht auch. Also Zulamin wird deine Bemühungen auf jeden Fall sehr loben, denn sie ist auch der Meinung, lieber gleich richtig machen. Richtig, dann doch mal doppelt. Ja, das ist natürlich mehr Kreide in der Zulamin dann steht, aber das ist ja nicht dein Problem, Abel mir. Ja, dann machen wir weiter. Zulamin wollte noch, bevor sich Serpentinio wieder vordrängelt. Ja, ich glaube, da ist der Moment mit Midas jetzt vorbei. Vielleicht zeige ich ihm den Schleier irgendwann später noch. Ich denke, ansonsten habe ich nur noch relativ banale Sachen vor. Ich möchte selbstverständlich auch meditieren, um nicht mit sehr wenig Karma, naja, gegen eine Heptarin zu ziehen. Und ansonsten würde Zulamin einfach versuchen, für die Stadt da zu sein. Also Gut. tatsächlich Präsenz zu zeigen, mit den Leuten zu reden. Ja, nach der Rede, die wollen auch viel von dir, aber es ist nur nicht so dieses Aufdringliche, sondern dieses, was können wir tun, was können wir machen? Also es ist so Gut. eine gute Aufdringlichkeit.
Ja, da würde Zulamin sich dann bei Rabenmund und Midas und Abelmir informieren, was denn die Leute tatsächlich tun können. Weil das ist nicht ihre Expertise. Ihre Expertise ist es, die Stimmung in der Stadt im Gleichgewicht zu halten. Ja, mit der Doppel-Eins musst du dir doch keine Gedanken machen. Und sie würde sich auch mit dieser Raya-Geweihten treffen. Ich weiß nicht, ob wir das breit ausspielen müssen, aber einfach mal zu wissen, wer ist das? Wer kümmert sich da um den Tempel? Ja. Ist wie gesagt auch erstmal nur eine Flüchtling. Sie kommt aus dem Tempel der Freude zu Festum, hat einen starken bornländischen Akzent und ist ansonsten nicht weiter interessant. Ja, aber, okay. Dann würde ich dir einfach die Verantwortung für die Pferde übertragen. Würde ihr sagen, welche von denen, die wir den Paktierern abgenommen, verkauft werden dürfen, und stelle ihr Papiere aus, von wegen, diese wurden durch die Raya-Kirche beschlagnahmt von einem Paktierer, dass das alles legal ist. Denn Pferdediebstahl ist ja so eine Sache. Mhm. Und also relativ am Ende der Woche würde Zulamin dann wieder einfallen, dass sie ja Sephirim eigentlich mitgebracht hat, um den Raya-Tempel auszumalen. Und bevor wir nach Zorgan aufbrechen, würde sie die quasi da absetzen. Okay, du klopfst an ihre Tür und sie wird sich ja einen kurzen Moment erbitten. Einen Moment bitte. Dann kannst du es hören, wie der Riegel weggeschoben wird und das schneeweiße Gesicht von Sephirim taucht auf mit den rot leuchtenden Augen. Ja, wie kann ich euch helfen? Ah, Sephirim, ihr geht wohl nicht viel nach draußen. Nein, die Sonne tut mir, wie gesagt, nicht allzu gut. Wir haben zwar Feon, aber ich ziehe es vor, wenn ich meine Inspiration auf dem Festland geholt habe, dass ich dann meine Werke hier vollende. Hattet ihr trotzdem schon Gelegenheit, den Raya-Tempel in Augenschein zu nehmen? Den habe ich bereits besucht, ja. Möchtet ihr, dass ich ihn verschönere oder etwas Besonderes da hervorhebe? Ich denke, ihr solltet bewahren, was von den Fresken noch da ist. Teile davon finde ich recht ansprechend. Und da es sich um den Tempel der göttlichen Stute handelt, denke ich, sollte das Pferdethema auch prominent sein. Aber ich möchte eure Kreativität nicht einschränken. Ich bin sicher, ihr habt eure eigenen Gedanken dazu. Die habe ich ganz gewiss. Ich bedanke mich für die Einladung und werde morgen direkt vorbeischauen. Gut, dann lasse ich die Geweihte, die aktuell sich um den Tempel kümmert, wissen, dass ihr kommt, und ihr könnt euch auch mit ihr besprechen, wenn ihr, etwas benötigt vor Ort. Hab Dank. Ich werde mich natürlich darum bemühen, alles zu besorgen und ansonsten Rücksprache mit der Geweihten halten. Gut, vielen Dank. Ich freue mich darauf, das Ergebnis zu sehen. Sehr gerne. Ich freue mich darauf, es euch zu präsentieren. Wenn sie die Tür wieder schließt, es riecht wirklich nach nasser Farbe bei ihr, als ob sie gerade gemalt hätte. Und dann schließt sie den Riegel wieder. Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also, geht Zulamin wieder, um sich den zahlreichen, eigentlich wichtigeren Problemen zuzuwenden. Serpentilio, ein letztes Mal darfst du. Ein letztes Mal. So. Und ich gebe dir schon wirklich viel Freizeit. Hey, am Abend des siebten Tages, bevor ich mich am Abend des siebten Tages mit Diamantis treffe, werde ich natürlich den Beschwörungsraum vorbereiten im Keller des Blauen Palastes. Für den Gurgulum. Für die Beschwörung eines Gurgulums. Dazu würfeln wir zunächst mal eine Mahn- und Zeichnenprobe. Er erschwert um die Hälfte seiner Beschwörungsschwierigkeit, also 6 Punkte. Das kann scheitern. Ach, Mahn- und Zeichnen ist ein Handwerk. Was gucken wir, wie hoch ich das habe, Sekunde. Ich gebe dir den Raum für Presse, für Wein und Öl. Da kannst du dich dann gütig tun. Da wurde wohl auch irgendwann mal schon Seife hergestellt und ja, was man nicht alles in großen Bassins alles machen kann. Also es ist halt nicht die hohe Alchemie, aber es ist so
so dieses Alchemie aus dem Handgelenk kann man da ganz gut dran machen und der ist dann von Heu und von Stroh befreit. Ach, nein. Ich erwarte übrigens, dass du einen tollen Malen- und Zeichnenwert hast. Immerhin habe ich dir Sephirim gebracht. Ich habe göttergefällige 13 und ich habe gerade die Zeile gelöscht. Hat jemand kurz die Attribute für mich? Würfel HW20. Klugheit, Intuition, Fingerfertigkeit. Richtige Profis. Sorry. Also, göttergefällige 13. Ich habe auch eine Spezialisierung, aber die ist für Zauberzeichen. Die fällt hier also nicht ein. Er schwert um 6 Punkte. Das ist gar keine gute Probe. Bitte was? Gar keine gute Probe. Nein, wir bleiben 2 Punkte übrig. Es gibt hinterher trotzdem noch eine Erleichterung von einem Punkt auf die Anrufung. Und dann kommt noch eine Magiekunde-Probe. Speziell die Dämonologie, auch wieder erschwert um 6 Punkte. Die ist mit erschwert um 6 Punkten mit 11 geschafft und verleiht deswegen eine Probe von ganzen 6 Punkten auf die Anrufung. Was gut ist. Jetzt kommt und der Patzer. Und dann treffe ich mich erstmal mit Diamantis. Mit blauen Palast. Ah, da seid ihr ja. Hier entlang. Wir müssen noch einen Raum weiter. Na gut, du hast es nicht vergessen. Wir haben eine Woche nicht mehr darüber gesprochen. Ja. Ja, ich mal immer schon sagen. Klingt schon. Ja, ich. Wir machen das. Ich bin zwar unsicher, aber ich habe mich entschieden und ich habe dabei. Nun gut, mit einer solchen Unterstützung geht auch Verantwortung einher. Es kann sein, dass der Dämon euch Dinge zuflüstert. Egal was ihr tut, ihr dürft auf keinen Fall auf ihn hören. Also jetzt sagst du mir, dass Miss T wird auch noch mit mir sprechen wollen. Vermutlich nicht, wenn ich es in der Reichen zur Kontrolle habe, aber jede Warte ihr euch von mir entfernt. Ihr wisst ja, wie es manchmal läuft. Nun gut. Stellt euch dort herein, in den Kreis. Gebt Acht, nicht die Kreide zu verwischen. Hervorragend. Nun gut, dann haltet still und betrachtet. Ich werde euch sagen, wenn ihr euch bewegen müsst. Serpentilio tritt dann selbst ins Innere des Kreises und versieht den Fokuspunkt des Anrufungsheptagrammes mit zum einen der in den Bernstein eingegossenen Gottesanbeterin, die er dann noch mit dem Karneol verziert hat. Ich nehme an, halt einfach nur oben rein, mit einem Messer und einem Hämmerchen oben rein gelassen im Grunde. Und diese beiden Dinge werden als Lunarium gelten. Frosty, sage mir, ein grotesques Wesen in einem Bernstein eingeschlossen, zählt das Lunarium? 1 oder 2 Punkte? 2. Du hast einen Preios Gewalt mit einer Doppel-20 abgeluchst. Ich verwende dies für die Beherrschung des Dämons. Außerdem, ich nehme an, ein Karneol als blutroter Edelstein zählt für 1 Punkt. 1 Punkt. Auch dies verwende ich für die Beherrschung. Dann soll ich dir ausrechnen oder glaubst du mir, wenn ich sage, dass es auf die -11 geht? Passt. Okay. Dann läuft mir jetzt den Invocatio Major auf die -11. Wir haben 7 Punkte erhöhten ZDW für das Invocatio Integra Ritual. Ja, ich versuche darüber hinwegzufinden, dass ich in meiner ewig langen Zauberliste meinen Zauber nicht finden kann. Wir lassen uns dafür natürlich Zeit. Und hier kommt er. Der ist mit allen Punkten gelungen, also 24 plus 7, was 31 sind. Ob wir so viel Beschwörung haben. Ist 11, Beherrschung ist 4. Heptagon und Krötenei, gehörnter Schrecken, werde frei. Dann quillt Rauch aus dem Bernstein in der Mitte. Er fängt an, sich langsam flüssig zu verformen, bis er irgendwann das gesamte Heptagramm in einen wabernden, kniehohen Nebel eindeckt und aus der Gott Praios Anbeterin in der Mitte, die wird länger und breiter und unter einem widerlichen Glitschen formt sich aus ihr ein etwa unterarmlange schwarze Made, die drei nach innen gewandt, also auf derselben Seite, Hörner hatte, die glimmen wie heißer Stahl. Nun, hier ist es, mit ihnen eine lange Zange, oder zwei lange Zangen, eine in jeder Hand, und greift diese Dämon halt an beiden Enden. Jetzt dreht euch einmal herum, und dies kann ein wenig zwicken. Muss er zum Glück nicht. Dies kann ein wenig zwicken. Drehst du den Dämonenbeschwörer den Rücken zu? Fragezeichen. Dies ist der letzte Moment, um noch abzuhauen. Nein, hier haut niemand ab. Der Diamant, das nickt dir zu, beißt nochmal auf die Zigarre, mach schon.
Gut, dann während er einen Schritt nach vorne tut, flüstert er langsam, ziemlich zügig, den Befehl des Dämons hinterher, dass er halt sich mit Diamantis verbinden und ihn stärken soll und ihm dann einige halt Kontrollfloskeln im Sinne von seiner Kontrolle ermöglichen, bla 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 bla, ich bin ein wahrer Herr, bla bla bla, zeige dich nicht, bla bla bla, sei unauffällig, was man halt mit Dämon mitgibt. Basically, er soll sich halt mit ihm verbinden und tun, wofür er geschaffen wurde. Es flüstert der Ventiras tatsächlich entgegen seiner Art auf etwas gehacktem, wie nennt man es? Nicht Zelemia, Dämonensprache jetzt, er hat vor sich, ja? Und wir prüfen die Beherrschung. Dann sage ich dir gleich noch die Eigenschaften. So, wir sind bei einer Kontrollprobe von minus 6. Ich habe einen Wert von 18, das heißt, wir gehen auf die 24. Die 24 ist wichtig, was ich patze nicht. Damit. Hätte ich dir auch angeraten. Damit ist der Dämon beherrscht. Und ich von hinten, der Ventilator lässt ihn halt, bringt ihn mit den Zangen näher und er windet sich dann von selbst herum und drei Hörner spießen ihm automatisch in den Hals auf, bis sie sich in seinen Halswirbel gegraben haben. Das ist vermutlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Es ist so ein süßer Schmerz, der tut zwar weh, aber er ist auch gleichzeitig angenehm. Okay. Während der Mantel sich erholt, lese ich dir kurz die Eigenschaften vor, die ich ihm mitgebe und dann, was er eigentlich macht. So, er hat Unsichtbarkeit 1, die steigern wir für 3 ZFB-Sternen auf Unsichtbarkeit 2 auf, wie es Standard ist. Dann geben wir ihm die Fähigkeit Verbindung zum Beschwörer mit, weil auch das praktisch ist. Dann hätten wir gern, dass er Immunität gegen Hellsicht hat. So, sorry, Verbindung zum Beschwörer kostet uns 5 Punkte. Immunität gegen Hellsicht kostet uns 10 Punkte, für wir sind mittlerweile bei 18. Dann geben wir ihm die Eigenschaft Präsenz 2 für 5 Punkte mit. Er hat automatisch die Eigenschaft Existenz, jetzt, wo er mit Diamantis verbunden ist. Was bringt Präsenz 2? Präsenz 2, richtig. Was macht, wenn er vernichtet werden sollte und existent ist? Er ist existent, wird er sich zum nächsten Sonnenuntergang wieder neu formen. Nur für den Fall, dass der Mann mal in den Kreistempel marschiert. Ja, okay. I guess. Der Dienst verfällt davon ja nicht, so wie ich das verstehe. Dann geben wir ihm für... Wir haben 31 Punkte. Dann geben wir ihm für 3 Punkte die zusätzliche Aktion mit, nur falls er Diamantis mal erwürgen muss. Und dann haben wir noch exakt 5 Punkte übrig, mit denen wir ihm die Resistenz gegen Antimagie mitgeben werden. Nur für den Fall, dass Diamantis mal durch einen Guardianum gegen Dämonen laufen möchte. Wow, Junge, okay, dann was, 31 was Punkte für eine Maschine. Der Befehl, den ich ihm gebe, ist relativ praktisch nur die Bindung. Ich setze die Zeit auf ein Jahr fest für dann 8 ASP statt der normalen 2, die man für die Woche bezahlt. Ja, Bindung ist billig, weil sie eigentlich nichts machen. Die Kontrollprobe ist um 6 erschwert, weil es an eine Person gebunden ist, aber schon eingerechnet. Und damit ist der Dämon gebunden. Da er existent ist, die Existenz bekommt er automatisch, sobald er mit einer Person verschmilzt, muss Diamantis nicht die Bindungskosten bezahlen. Das heißt, ich muss die Bindungskosten nicht zahlen. Das war jetzt die Frage, die ich an dich hätte, sonst hätte er Verfallspunkte bekommen. Oh, den Verfall kriegt er. Achso. Er muss nur die Kosten nicht zahlen. Was? Ich krieg Verfall? Sorry, wusstest du das nicht? Ich wusste das nicht. Er kriegt Verfall. Du kannst das zum Glück mit Pack-GP gegenhalten. Wie? Außerdem lebst du, glaube ich, nicht lang genug, dass dich das umbringt. Wo sind denn im WDZ die Sachen für, ich habe noch nicht Verfall benutzt? Sag ich dir gleich, ich bin gerade beim Google um. Ja, so, gut. Seine Gewandtheit steigt um 6 Punkte, 2 pro Horn. Seine Konstitution steigt um 6 Punkte, 2 pro Horn. Seine Körperkraft steigt um 6 Punkte, 2 pro Horn. Seine Lebenspunkte steigen um 15, 5 pro Horn. Seine Ausdauerpunkte steigen ebenso um 15, 5 pro Horn. Außerdem sinkt seine nächtliche Regeneration um 3 Punkte, 3 pro Horn. Hier steht nur nächtliche Regeneration. Ich weiß nicht, ob das nur für Lebenspunkte oder auch für ASP gilt. Hier steht, dass sich der Gurgulum von dessen Lebenskraft ernährt. Für mich liest sich das nur wie LEP, aber dumm. Ja, das für die LEP, weil man verliert die auch. Außerdem dafür gesagt, bei einer Bindung wäre es auch nur entweder LEP oder ASP. Sinkt die dadurch unter Null, dann leidet das Opfer Schaden. Genau. Okay, ich kann dem Dämon die Köpfe auf Seite 212. Dann hat Rafim jetzt tatsächlich mal einen guten Gegner, gegen den er kämpfen kann. Außerdem, Frosty, ist schleichender Verfall ist auf Seite 390. Im Grunde ist es so, du sammelst die Verfallspunkte an, bis du an einer Schwelle bist. Die erste ist bei 5. Dann wirfst du eine Konsti-Probe. Wenn du deine Konsti-Probe schaffst, sammelst du einfach weitere Verfallspunkte an. Wenn du deine Konstitutionsprobe verkackst, bekommst du den Vorteil von der Schwelle. Bei 5 ist es zum Beispiel kurzatmig, bei 100 ist die Gluglungspest. Und ja,
Paktierer können Pakt-GP im Verhältnis 2 zu 1, also ein Pakt-GP für 2 Verfallspunkte ausgeben, um eine Schwelle zu ignorieren und einfach weiter zu sammeln. Regeltechnisch steht es sicher so, wenn du bei 100 angekommen bist und es dich nicht umbringt, war's das. Fertig. Verfällst du nicht weiter. Aber da kommen wir sowieso nicht hin, denn wir leben nicht mehr so lange. Vor allem Diamant ist nicht. Oder? 100 sind blind, gelähmt oder Dunklungspest. Ja gut, die könnte ich von ihm runternehmen. Wie schnell sammel ich die nochmal an? Einer pro Tag. Aha. So, kommt im Dritteljahr wieder zu mir. Einer pro Tag? Ist das für einen normalen Dämon? Also das ist ein Zweigehörnter, ne? Es ist ein Dreigehörnter. Drei oder zwei? Drei. Dein Dunklum hat 0 bis 3 Hörner. Er wird mächtiger, je mehr Hörner er hat. Welche Seite ist das mit 300? 390. Selbstverständlich, Diamant, das kann ich dir das Ding zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder rausreißen. der Dämon, nur kleine Buchhaltungssachen, der Dämon ist mir Gefolgschaft und einen Dienst schuldig. Mhm. Beispiel den Dienst Diamantes zu erwürgen? Das wäre körperliche Hilfe. Ich kann ihm entweder auftragen, Diamantes zu würgen oder die Kontrolle über ihn zu übernehmen. Aha. Nicht, dass ich dafür einen sinnvollen Nutzen hätte, fürs Kontrolle übernehmen, but just saying. Gut. Und die Anzahl der Hörner geht nicht auf den schleichenden Verfall drauf. Nein, es ist immer ein Punkt. Es sei denn, es kommt der nächste Dämon drauf. Ja. Es ist natürlich, jeder Neuer bindet sich an Diamantes schon. Mhm, gut. Ja, es ist so ein kurzes, kratziges Gefühl, aber das Väterchen liebt dich. Und Krankheiten und kratzige Stimme, das ist gar kein Problem, das ist ein Geschenk. Fühlt sich stärker. Du betrachtest deine Muskeln, während sich dieses tentakelartige Wurmmaden-Ding nicht nur an deinen Hals legt, sondern teilweise auch unter deine Brust kriecht und sich so ein bisschen schlängelt. Betrachtest deine Arme, ballst sie einmal zur Faust, deine Hände. Und du hast Kraft, du hast viel Kraft. Nimm mal bitte deine 9 aktuellen Attribute. Davon ändern sich natürlich auch deine abgeleiteten Attribute, falls das nicht klar war. Ja, das war ziemlich klar. Und zwar bin ich jetzt auf einer Gewandtheit von 22, einer Konstitution von 20, Körperkraft von 22. Ich habe 49 LEP. Verdient hättest du es, dass wir den Punkt Klugheit abnehmen. Ich habe doch gerade erst gesteigert. Ja, aber das merke ich nichts. Der Großvater humpelt zur Tür rein und legt dir wieder seine knochige Hand auf die Schulter, nickt dir mit seinem Gebiss zu und ist sehr stolz auf dich. Und das war's? Wenn du so wie dich umsiehst, siehst du, wie Serpentino in einer Ecke des Raumes gedrückt steht, sich ein mit irgendwas getränktes Tuch vor die Nase hält. Mi, das war es. Habt ihr das nicht mitbekommen? Was machst du da? Mich wundert, dass ihr nur noch steht. Der Gestank hat mich auf die Knie gezwungen. Welcher? Der noch Pech und Schwefel? Nein? Nein. Gar nicht. Lasst uns gehen und das Fenster aufstoßen und hoffen, dass es niemand bemerkt, ehe es verweht ist. Und ich spüre es, wie es durch meine Adern geht. Serpentilio, komm mal her. Es wirkt so ein bisschen auf dich, als würde Serpentilio in Zeitlupe auf dich zugehen. Alles ist irgendwie langsamer oder du bist schneller. Ja, wenn du auf Diamantes zukommst, dann merkst du, wie er dich an mit einem Arm in der Hüfte packt und dich waagerecht nach oben heben möchte. Dich auf der Hand balanciert. Oh je. Die Hüfte knackt von ihm. Oh, das ist genug des Guten. Wie ist deine TPKK? Für Raufen? Die habe ich noch nicht berechnet. Es könnte sein, dass du immer noch weniger KK als Rafim hast, oder? Ich glaube, ich habe mehr KK als 22er KK. Ich habe. Bis Rafim seine eigene Kugel hat. TPKK 4, aber ich möchte ihm ja nicht wehtun. Ich möchte ihn einfach um die Schulter greifen und nach oben heben. Sollte ja mit der Körperkraft kein Problem. Du bist gerade für 6. Ich glaube, Punkte ist nicht unbedingt voll relevant, wenn du gerade 6 Punkte KK gewonnen hast. Das kann sein, okay. Ich erinnere mich nochmal. Selbstbeherrschung oder Körperbeherrschung?
Ich erinnere dich nochmal daran, dass Ronga sein Kettenhemd gesprengt hat, als er so einen Boost bekommen, also so einen kleinen Boost bekommen hat. Und das trage ich dir immer noch nach. Ja, also das du musst. Exponentiell. KK 22 halt muss man erstmal beherrschen. Frag mal Raffi, das ist eine schwere Bürde. So stark war ich noch nie. Ja, deine Hüfte knackt vernehmlich und Serpentilio bekommt, was ist das, 1W6 plus 4? Oh, das kann mir eine Wunde machen. TP 13, 10-3 ist TPKK. Im Raufen sind auch Wundschmalen um 2 erhöht. Die sind ja vor allem SPA, right? Okay. Ja, es sind SPA. Okay. Im Übrigen, das hat mich 36 HSP gekostet. Boah. Schau dir das nur an. Ja, ich fühle es. Würdet ihr mich wohl hinablassen? Entschuldigung. Tat das weh? Verdammt. Wieso meine ich nicht weiter darum? Wenn ihr doch die Güte hättet, mir dabei zu helfen, ich kann mich schwer bücken, die Kerzen einzusammeln. Ja, aber natürlich. Und jetzt liegt da was um den Hals. Ich meine, ich kann es spüren, aber wenn ich versuche, danach zu schauen. Glaubt mir, ich habe sämtliche Sorge getragen, die man nur kann, um es vor Entdeckung zu verbergen. Was bleibt mir dann noch übrig, als dir zu vertrauen? Ich versuche mein bestes Händlergrinsen aufzusetzen. Genau. Ich denke, da verlassen wir die beiden, wie sie jetzt spät in der Nacht noch ihren Zeug zusammen. Wir haben jetzt 4 Ruhen. Es sind 360 Tage im Jahr. Das sind noch grob 120 Tage, oder? Bis zu den namenlosen Tagen. Ja, ich wäre besorgt, wenn er nicht seinen Blackerats-Daddy im Hintergrund hätte. Der muss ihm nur helfen.